Gut. Ja, herzlich willkommen zum Vodcast der Ruhrgebietskonferenz Pflege, dem Tacheles-Vodcast der Ruhrgebietskonferenz Pflege. Ich darf alle Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer draußen an den Geräten herzlich begrüßen. Mein Name ist Roland Weigel von der Initiative Ruhrgebietskonferenz Pflege. Und wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das Thema Pflegereform. Und zwar die Frage auch damit verbunden, ist die Pflegereform auf dem ambulanten Auge blind? Und dazu habe ich einen Gesprächspartner hinzugebeten, der bei uns auch jetzt seit neuestem Sprecher der Ruhrgebietskonferenz Pflege ist, Thomas Eisenreich, Vice President for Business Development bei Home Instead, die im Ruhrgebiet mit einigen Standorten vertreten sind. Und wir wollen uns heute miteinander prägnant und kurz und knapp darüber unterhalten, was gibt es zu sagen aus der Sicht der Pflege zum Thema der Pläne von Jens Spahn zur Pflegereform. Wir haben dazu bereits eine ganze Reihe von Podcasts auch durchgeführt. Wir haben mit Bodo de Vries und Uli Christofczyk sehr intensiv über das Thema der die Auswirkungen in der stationären Pflege gesprochen, die Begrenzung der Eigenanteile. Wir haben auch darüber geredet und davon gehört, dass demnächst 20.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der stationären Pflege ja auch zur Verfügung gestellt werden sollen und auch finanziert werden sollen. Und mittlerweile haben wir uns gefragt, wo bleibt denn jetzt die ambulante Pflege? Jetzt gibt es ein Eckpunktepapier aus dem Ministerium Spahn. Und dieses Eckpunktepapier hat doch so manchem ambulanten Anbieter die Blässe ins Gesicht getrieben oder besser gesagt das Blut in den Adern gefrieren lassen. Thomas Eisenreich, warum ist das so? Ja, also blind ist übrigens das Eckpunktepapier auf dem ambulanten Bereich nicht, sondern es hat relativ viele Punkte im ambulanten Bereich, allerdings mit Regelungen, wo man sich die Frage stellt, wird dem Grundsatz ambulant vor stationär überhaupt Genüge getan oder wird im Grunde genommen ein Umkehrschluss gemacht? Ich will jetzt nicht auf diese oftmals diskutierten 700 Euro in der stationären Pflege eingehen. Das ist ja ein anderes Segment und will ich auch nicht bewerten. Aber wir haben so ein paar Knackpunkte, die den ambulanten Partnern insgesamt im Bauch liegen, im Magen liegen. Das ist, um das mal vorab zu sagen, das sind die Frage der sogenannten Dynamisierung der Leistungsbeträge. Das ist die Frage dieses sogenannten Entlastungsbudgets, der Ausgestaltung des Entlastungsbudgets und die Frage, wie man das Thema Kurzzeitpflege stärken und realisieren möchte, im Kontext auch fehlender Kapazitäten. Vielleicht, um da nochmal darauf im Detail einzugehen, bei den höheren Leistungsbeträgen wird eine Dynamisierung versprochen. Und angekündigt. Die ja schon lange versprochen war oder lange auch eingeklagt worden ist. Genau. Mhm. Ja. So, und was sich zwischen den beiden Eckpunktepapieren, also 4. Oktober, die berühmte, ja, 3. Oktober war es in der Bild am Sonntag, war ja Interview von Herrn Spahn mit den ersten Eckpunkten und dem Eckpunktepapier von Anfang November nicht geändert hat, ist der Bezug auf die Inflationsrate. Klingt gut. Aber wir haben es mal ausgewertet für einen Artikel des Tagesspiegels in Berlin. Wir haben Inflationsraten in den letzten 5 Jahren zwischen 0,5 und 1,5% gehabt. Das wäre die Dynamisierung. Ja. Die Personalkosten, die ja einen wesentlichen Faktor, 70-80% der Kosten eines Pflegedienstes ausmachen, sind in den letzten Jahren um bis zu 5% jährlich gestiegen. Was ja auch gewollt war. Das wollen wir auch. Das ist so, ja. Aber das Versprechen, die Pflegenden, die Angehörigen bzw. die zu Pflegenden, die Versicherten nicht weiter zu belasten, wird damit nicht eingelöst, weil die Belastung findet ja faktisch statt. Indem ich nämlich einfach höhere Preise habe, durch die Personalkosten induziert. Und wer zahlt es? Der Pflegebedürftige, sofern die Sachleistungsbudgets ausgeschöpft sind. Und hier hat sich in den Eckpunkten noch nichts bewegt, obwohl wir das schon im Oktober an das BMG kommuniziert haben, gesagt haben, also hier stimmt irgendwas nicht mit dem Bezug der Dynamisierung. Mhm. Das ist da angekommen. Man wollte eigentlich sagen, es wird ein Dynamisierungsfaktor oder ein Referenzwert gesucht. Der ist aber bis jetzt, wie gesagt, nicht entwickelt worden und ist auch nicht aufgetaucht. Was ist unser Vorschlag dazu oder Ihr Vorschlag besser gesagt?
Ja, unser Vorschlag ist dazu, einen sogenannten Pflegekostenindex beim Bundesamt für Statistik zu entwickeln, der sich aus Personalkosten zusammensetzt und für Pflegedienste oder Pflegeanbieter typischen Sachkostenentwicklung. Das sind beispielsweise Mobilitätskosten. Wenn man jetzt mal an die CO2-Bepreisung nächstes Jahr denkt, das treibt ja die Kosten für den Fuhrpark nach oben. Die steigenden Energiepreise ist auch ein Punkt. Steigende Materialkosten, Digitalisierungskosten etc., die man da einpreist, und dann hätte man einen Referenzwert, um den man steigen kann. Es hätte den Vorteil, dass es auch keinen Moral Hazard Effekt bei den Lohnkostenentwicklungen gibt. Also jeder bedient sich aus dem großen Topf und die Löhne steigen ins Unendliche und entfernen sich vielleicht auch von einer gewissen Marktrelevanz oder Marktrealität, weil die Tarifparteien sich da untereinander einfach nicht mehr wehtun wollen, weil es wird ja alles bezahlt. Wir kennen solche Systeme aus dem Krankenhausbereich. Also das ist jetzt nichts Neues. Und insofern könnte man über so einen Weg gehen und hätte da einen für beide Seiten gangbaren Weg, der auch eine tatsächliche Refinanzierung der Kosten ermöglicht. Okay. Jetzt gibt es ja noch den Aspekt der flexibel kombinierbaren Leistungen bzw. Verhinderungspflege, auch das nochmal neu auszugestalten. Da gibt es auch hier Pläne vom Ministerium, die Ihnen mächtig zuwiderlaufen. Genau. Das ist ja auch erstmal auf den ersten Blick keine neue Lösung, sondern der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellows, hat ja schon im Sommer vorgeschlagen, in einem Diskussionspapier die Budgets für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege zusammenzulegen und daraus einen sogenannten Entlastungsbetrag zu machen. Dieses Entlastungsbudget findet sich jetzt in diesem Eckpunktepapier wieder, auch mit einer klaren Bezifferung, nämlich 3.300 Euro pro Jahr, die dafür zur Verfügung stehen. Das ist auf den ersten Blick gut. Es wird auch eine Nutzbarkeit im ambulanten Bereich dort hineingeschrieben. Allerdings, und das ist jetzt genau der Casus Knactus, nur tageweise, nur 40% davon dürfen für stundenweise Verhinderungspflege genutzt werden. Und das führt jetzt dazu, dass man knapp 45% Leistungsreduktion für pflegende Angehörige hat, die diese Entlastungsleistung gerade bei Demenzerkrankten, bei chronisch Erkrankten, bei schwerer Pflegebedürftigkeit stundenweise in Anspruch nehmen, damit sie mal 2-3 Stunden Luft haben aus einer quasi rund um die Uhr Betreuung, mal zum Arzt gehen können, sich um sich selber mal kümmern können, um andere Familienthemen kümmern können, einkaufen gehen können und so weiter und so fort. So, und wir haben inzwischen rausbekommen, dass keiner so genau weiß, warum das jetzt auf 40% begrenzt worden ist. Wahrscheinlich stecken da Überlegungen in Richtung Kurzzeitpflege hinter, kennen wir aber nicht. Aber diese Reduktion führt zu Problemen in Pflegehaushalten, wo pflegende Angehörige immer noch einen Großteil der Leistung erbringen. Nicht die ambulanten Pflegedienstleister. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Das hat ja auch die Hans-Böckler-Stiftung 2015 mal eruiert, dass ungefähr 70% der Leistung in der häuslichen Pflege, auch wenn ein institutioneller Dienstleistungen dabei ist, 70% durch Angehörige und Freunde erbracht werden. Ja? Und wenn ich da die Entlastung rausnehme, dann überfordere ich die. Und das führt dann zu einer Situation, die wahrscheinlich zu einem Druck auf stationäre Einrichtungen führt, weil die sagen, okay, dann gebe ich jetzt ab, ich kann nicht mehr. Da geht es gar nicht ums Geld, sondern geht es einfach, dass sie überfordert sind. Wir dort keine Plätze haben, und dann könnte es auch zu Vernachlässigungen im Pflegehaushalt kommen. Nicht, weil es gewollt ist, sondern weil es einfach faktisch nicht mehr geht. Und was schlagen Sie vor für die Pflegereform? Ja, die Lösung ist ziemlich einfach. Das Entlastungsbudget umfassend, nämlich komplett ambulant nutzbar zu machen, was auch einzahlt auf die Überlegung, schneller und besser Kurzzeitpflege zur Verfügung zu stellen. Hier kann ich mir zum Beispiel wunderbar Kombinationen zwischen stationären Kurzzeitpflegeanbietern und ambulanten Leistungserbringern vorstellen. Nehmen wir mal das Szenario, ich brauche kurzfristig einen Kurzzeitpflegeplatz. Wer sich als pflegender Angehöriger am Weg macht, weiß, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn ich aber in einer Kooperation, in einer Zusammenarbeit sage,
ich übernehme beispielsweise erstmal ambulant für ein, zwei, drei Tage und organisiere zwischendurch dann den stationären Platz, um dann dort zu überführen und später dann wieder in die Häuslichkeit den zu Pflegenden zurückzubringen, dann kann man schnell sein, man kann flexibel auf Bedarfe reagieren. Und über diese Kombination kann ich diesen Entlastungsbetrag dann ziemlich bürokratiefrei ausnutzen. Also man hätte dann die geforderte und in der Überschrift stehende Flexibilisierung könnte man darüber erreichen. Okay. Ja, da hat noch etwas in den Plänen für Aufregung gesorgt, nämlich, dass es auch in Zukunft möglich sein soll, über die Sachkostenbudgets die 24-Stunden-Unterstützung, beispielsweise durch osteuropäische Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch decken zu können. Was gibt es daran zu kritisieren? Das ist doch gelebte Praxis in vielen Haushalten. Das ist gelebte Praxis, muss man auch gar nicht wegdiskutieren. Wir müssen uns nur klar sein, das, was wir in der Fleischindustrie oder Landwirtschaft bemängeln, findet eben im großen Stil auch in der häuslichen Pflege oder häuslichen Betreuung statt. Nämlich, dass meistens Frauen aus Osteuropa für überschaubare Monatsvergütung rund um die Uhr im Haushalt anwesend sind, eine permanenten Abrufbereitschaft haben müssen, um zu unterstützen bei gepflegten Personen. Und wir haben das mal uns angeschaut auf Basis des Wissenschaftlichen Dienstes Bundestages und auch einer Ausarbeitung der SPD-Bundestagsfraktion von 2017. Und die Vergütungen liegen hier so ungefähr bei 1400 bis 1800 Euro pro Monat für eine solche Kraft. Wenn man sich jetzt nur mal das deutsche Arbeitsrecht daneben legt, kommt man auf eine Vergütung, die unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns sind. Wir reden nicht mehr vom Pflegemindestlohn für Hilfskräfte, wir reden vom gesetzlichen Mindestlohn. Rechne ich aber dann damit, dass ich nicht nach 8 Stunden Feierabend habe, dass ich nicht 40 Stunden oder 48 Stunden die Woche arbeite, sondern quasi 7 Tage die Woche 24 Stunden präsent bin und mich auch nicht groß aus dem Haus oder aus der Wohnung bewegen kann, dann kommt je nach Berechnungsgröße kommt man dann auf Stundenlöhne, die liegen irgendwo zwischen 4 Euro und 2,50 Euro. Das ist dann schon wirklich als prekär und nicht mehr als ein bisschen unterschreitend zu sehen. Mhm. Es gibt auch keine Qualifikationsanforderungen. Es kann jeder, der osteuropäisch Hilfskraft sich bezeichnet oder als Betreuungskraft bezeichnet, in den Haushalt gehen. Es überwacht kein Mensch, was dort tatsächlich passiert. Sind diese Personen vorbereitet auf ihren Einsatz? Wissen sie überhaupt, was eine Demenzbetreuung ist als Beispiel? Um das sehr konkret zu machen, wir haben in Kassel die Situation gehabt, dass eine osteuropäische Betreuungskraft zu unserem Betrieb gekommen ist und gesagt hat, sie kann nicht mehr, sie ist völlig überfordert, sie wäre in eine Demenzbetreuung hineingekommen und sie wäre jetzt nach 4 Wochen am Ende. Das ist übrigens auch vom Hessischen Rundfunk aufgegriffen worden. Wir wissen inzwischen über deren Recherchen, das kommt häufiger vor, dass also dort diese osteuropäischen Kräfte das Handtuch schmeißen, weil sie einfach mit der Situation, also nicht auf die Situation vorbereitet sind und dann mit der Situation auch überfordert sind und manchmal dann noch aus Mitleid länger bleiben, als sie es eigentlich für sich aushalten. Und das kann nicht sein, dass wir jetzt mit dem Umwandlungsanspruch, der gedacht ist, bis zu 40% der Sachleistungsbudgets für diese Dienstleistung zu nehmen, so ein prekäres Arbeitsverhältnis auch noch über die Pflegeversicherung subventionieren und auch quasi legitimieren. Das ist eben, kommt ja auch nochmal dazu. Wenn wir bei Herrn Tönnies alles abschließen, wird es in der Pflege gemacht, um das mal auf den Punkt zu bringen. Mhm. Gibt es dafür aus Ihrer Sicht eine Lösung? Weil die 24-Stunden-Kräfte sind ja heute auch schon eine wesentlich tragende Säule, auch wenn sie genauso, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, eher eine Säule im Dunkeln oder Halbdunkeln ist. Gibt es da Lösungen, um da Licht reinzubringen? Naja, ich habe mir in Vorbereitung auch für unser Podcast nochmal die Daten der SPD-Bundestagsfraktion von 2017 angeschaut. Also 95% dieser Arbeitsverhältnisse laufen im Schwarzmarktbereich.
Das ist einfach von denen, auch vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages festgestellt worden. Den Schwarzmarkt zu beseitigen wird nur funktionieren, wenn ich diese Personen anstelle als Arbeitskräfte. Dann wird es teuer und dann müsste ich mir im Grunde genommen ein eigenes Sachleistungsbudget für eine häusliche 24-Stunden-Betreuung in die Pflegeversicherung reinschreiben. Das ist unrealistisch. Ja? Also wir diskutieren jetzt gerade über das Aufheben von Stapelleistung mit der Begründung, es gibt mehr Geld aus der Pflegeversicherung für eine quasi stationäre Leistung. Ja? Und die ist dann, die rein stationäre Leistung ist im Vergleich dazu sogar günstiger. Das wird man nicht machen können. Also was kann man tun? Im Grunde muss man sagen, Pflegeheime bauen oder betreutes Wohnen bauen und zu versuchen, über Wohngruppenkonzepte, indem man dann wieder Personalressourcen bündeln kann, vergleichbar, adäquat bezahlbare Angebote zu schaffen. Das heißt für eine 24-Stunden-Betreuung, ja. Ja, nur zu sagen, man ändert jetzt das Arbeitsrecht so, dass man quasi hintenrum diese Tätigkeit legitimiert, das kann aus unserer Sicht keine Lösung sein. Die andere Variante ist, wenn man es so tut, mit dieser arbeitsrechtlichen Konstruktion, dass man gleichzeitig aber sagt, dann müssen diese Personen als spezielle Arbeitskräfte, so ähnlich wie bei den SOS-Kinderdörfern, bei Pflege- und Betreuungsdiensten angestellt werden und über diesen Ausnahmetatbestand, den man damals im Arbeitsrecht und im Mindestlohn geschaffen hat für diese SOS-Kinderdörfer, da hat man eine ähnliche Situation, dass man es darüber überwacht mit Qualifikationsvoraussetzungen, dann solche Arbeitsverhältnisse, solche Living-in-Situationen ermöglicht. Aber eben auch mit der Option zu sagen, über Ersatzkräfte Freizeiten zu ermöglichen, also ein freies Wochenende oder zumindest einen freien Tag die Woche, damit eben hier keine Überlastung stattfindet. Mhm. Schulung dahinter, Qualifikation dahinter, Qualitätsprüfung dahinter etc. Ja, in dem Eckpunktepapier wird ja gerade so zu der Kopplung von Wohnen und Pflege, Wohnen und Unterstützung, zum Beispiel durch Tagespflege, ja eher angekündigt, dass es da eine Entkopplung geben soll. Das heißt also, dass in betreuten Wohnkomplexen Tagespflegen, die von einem Träger unterhalten werden, so nicht mehr vorkommen sollten, weil es dazu Erkenntnisse gäbe, wobei belastbare Studien sind mir zumindest nicht bekannt, Erkenntnisse gäbe, dass es dabei zu Mitnahmeeffekten und zu sehr, naja, zweifelhaften Geschäftsmodellen gekommen sei. Ist Ihnen da was klar geworden? Naja, das zeichnete sich ja etwas länger ab, dass dieser Schritt sich oder dass der eingeleitet werden soll. Was wird da der Hintergrund sein? Das, was ich eben genannt hatte, wenn ich diese Kombi, diese Stapelleistung mache, bekomme ich für ein quasi stationär gespieltes Angebot mit weniger Regulation und Vorgaben mehr Geld, als wenn ich das hochregulierte stationäre Pflege betreibe. Das hat Kassen, MDK und anderen, auch den stationären Akteuren, doch ziemlich im Magen gelegen, dass hier ein wenig regulierter Bereich stationär spielt. Ob es da tatsächlich zu, ich sage es mal, reinen Mitnahmeeffekten mit schlechter Qualität und unzureichender Betreuung gekommen ist, kann ich nicht beurteilen. Dafür sind wir in diesen Modellen auch nicht tief genug drin und beschäftigen uns selber auch nicht damit. Aber im Sinne einer Wettbewerbsverzerrung müsste man schon, vielleicht nicht so radikal, wie man es jetzt vorsieht, sich dann anschauen, wie sichert man zumindest gleiche Ausgangsbedingungen, was Regulation etc. angeht. Also wenn ich dann von den stationären Kollegen die berühmten Beispiele der Brandaufsicht und MDK und Heimaufsichtbegehung mit widersprüchlichen Anweisungen denke, die ich dann in so einem Umfeld deutlich weniger angestrengt habe, das ist nur so ein kleines Beispiel, aber da kann man sich schon mal dran ableiten, wie unterschiedlich die Voraussetzungen sind, in denen ich da aktiv bin.
Okay, ich glaube, das ist schon ein Themenkomplex, den wir uns nochmal bei Zeiten näher anschauen sollen. Es gab auch oder es gibt auch Kritik, dass zum Beispiel alternative Wohn- und Betreuungsformen wie Wohngemeinschaften für Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf eigentlich so gut wie gar nicht vorkommen in diesen Reformbestrebungen. Gleichwohl wir wissen, das hat zum Beispiel der Kollege Klier 2018, glaube ich, war es, in einer Studie herausgearbeitet, dass gerade die Menschen, die davon betroffen sind, das gerne wollen. Und dazu lässt sich dieses Papier ja nicht so sonderlich aus. Zumindest ist uns da noch bislang noch nichts zu Augen und zu Ohren gekommen. Wir wollen aber auf jeden Fall, und das waren auch so schon die wesentlichen Punkte, wir wollen mit Minister Spahn auch genau darüber nochmal ins Gespräch gehen. Wir haben ihn eingeladen, auch genau zu diesen Punkten nochmal Stellung zu beziehen. Wir haben ihn auch eingeladen, um mit Praktikern aus der Ruhrgebietskonferenz Pflege darüber zu diskutieren und vielleicht die eine oder andere auch Einlassung auch aufzunehmen und zu hören. Wie schätzen Sie denn im Augenblick den Diskussionsprozess in Berlin ein? Sie sind ja relativ oft auch dort vernetzt oder verknüpft oder auch unterwegs, wahrscheinlich jetzt im Augenblick eher virtuell als analog. Also der Informationsstand von heute Morgen 10 Uhr von Andreas Westerfellows ist, es wird vor der Winterpause, also sprich vor Weihnachten, mit einem Referentenentwurf wohl nichts werden. Ich sage das mal mit allem Vorbehalt. Es ist ja immer wieder überraschend, wann was dann doch kommt oder auch nicht kommt. Ziel ist auf jeden Fall von allen Beteiligten noch vor der Sommerpause, sprich vor Beginn des Wahlkampfs, die Pflegeversicherungsreform in trockenen Tüchern zu haben. Und zwar so, dass man der Bevölkerung ein gelöstes oder ja wesentlich gelöstes Problem präsentieren kann. Also oder andersrum, das Problem als gelöst präsentieren kann. So ist es. Spannend wird die Frage sein, das habe ich aus einem anderen Kontakt in Berlin erfahren, ob man so eine Lösung hat wie im SGB VIII, indem man alles unter Finanzierungsvorbehalt setzt. Also das kann man ja machen. Man geht im Gesetzesvorhaben hin und sagt beispielsweise, wir verändern das ambulante Setting, wir schaffen ein Entlastungsbudget, 3.300 Euro. Das wird verschoben, aber die Umsetzung wird verschoben auf die neue Legislatur und unter Finanzierungsvorbehalt gesetzt. Das heißt, kommt eine neue Regierung, löst, kann man das Paket wieder aufschnüren. Also nach außen kann man sagen, wir haben es gelöst. Und nach hinten sagt man, naja, wir haben es eigentlich nicht gelöst. Mal gucken, was unsere Nachfolger machen. Ich vermute mal, dass sie im Januar, Februar anfangen, in der ersten Lesung den Referentenentwurf durch den Bundestag zu geben, damit sie dann im Juni final das Thema aus allen Wahlkampfveranstaltungen raus haben. Denn das Schlimmste, was die sowohl SPD wie CDU sich vorstellen kann, ist wieder so ein Auftritt bei irgendeiner Diskussionsvorstellung, Runde im Fernsehen, und dann tritt einer auf und sagt, ja, aber in der Pflege ist das Problem nicht gelöst. Das ist das Horrorszenario, was die haben, und deswegen muss das jetzt abgeräumt werden. Und in irgendeiner Form wird das abgeräumt werden. Entweder mit dem Vorbehalt oder eben mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Und dann wird das Thema in der neuen Legislatur wieder aufgegriffen werden. Gut, aber dann liegt es ja vielleicht an uns als Einflussnehmer, dafür zu sorgen, dass Halloween nächstes Jahr vorgezogen wird, nicht erst im Oktober stattfindet, sondern in den September hinein vor den Wahlen stattfindet und wir nochmal zeigen können, dass es sich lohnt, auch über das Thema Pflege bis zur Wahl zu diskutieren. Thomas Eisenreich, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, und ich glaube, es macht Sinn, da noch die Spannung hochzuhalten, und wir werden Jens Spahn einladen, wir werden aber auch die MdBs aktivieren, dort Einfluss zu nehmen, und ich glaube, wir werden auch untereinander noch viel zu diskutieren haben, auch über unsere Ideen und unsere Zielstellungen und Zielsetzungen, wenn es um die Ausgestaltung der ambulanten Pflegereform geht. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für dieses Tacheles-Wodcast-Event, und bis die Tage. Tschüss, Glück auf. Ja, viele Grüße, vielen Dank auch, und viel Erfolg können wir uns nur wünschen.